halt auch nicht alles. Der Putin selber spielt mir keine Rolle. Die Kosten, was eigentlich alle mir Steuerzahler tragen, ne? Das ist das Problem, sage ich. Für also ich bin da sowieso der Meinung, dass man als neutrales Land sich dann da eher aus diesen Dingen auch raushält, auch was Embargo und so weiter betrifft. Und das ist aus meiner Sicht ist die Hochzeit eine private Geschichte von der Außenministerin. Ich weiß nicht, ob die jetzt privat sich auch näher kennen, keine Ahnung, oder inwieweit hier Beziehungen bestehen. Und also ich finde das durchaus okay. Ich finde das sehr schön und ich bin sehr stolz auf die, unsere Gegend und ich finde das so schönes Wetter, es ist ein Glück, weil da kann sich die Gegend wirklich schön präsentieren. Und ich sehe es, man kann sehen, wie man es will, aber ich sehe es eigentlich positiv. Auch für den Tourismus und es ist eine Werbung für die Südsteiermark. Gamlitz kommt. Mir ist das wurscht. Ja, die Sicherheitskosten, aber das ist egal, wer kommt. Wenn irgendeine hochrangige Persönlichkeit kommt aus Wirtschaft oder Ähnlichem, sind die Kosten immer da. Egal, wenn es ein Wirtschaftsgipfel ist, hat auch keiner ein Problem damit, dass die Sicherheitskosten getragen werden. Das ist halt so in der Bedrohungslage, die wir heutzutage haben. Ja, schauen Sie mal rundherum die Polizei und überwachen. Das wird sicher nicht aus der privaten Taschen zahlt, ne? Ja, alles im Leben kostet was. Und es wird so viel Geld ausgeben für Sachen, die nicht ganz, wo auch nicht jeder einverstanden ist. Und warum soll das nicht sein? Das ist ein freudiges Ereignis, wobei mir die Hochzeit. Aber einfach das Ereignis an sich finde ich schön. Es ist, ob jetzt der Putin kommt oder der Trump, ja, es ist halt Ansichtssache das Ganze, nicht mehr. Auf S5.